Hallo bei Radio Siegen, 16 nach 4 ist es und einen guten Start wünschen wir den Astronauten des Space Shuttles. Gut 4 Stunden noch, dann soll die Rakete abheben vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Da sind jetzt nicht nur die NASA-Mitarbeiter ganz gespannt und aufgeregt, sondern auch Thomas Kellner aus Siegen. Der darf den Raketenstart aus nächster Nähe miterleben. Dazu gekommen ist er über seinen Beruf, nämlich die Fotografie. Ich bin 2002 das erste Mal nach Houston geflogen und auf meiner Suche nach typischen Bauwerken und Ideen, die ich nun mal fotografiere, tauchte das Thema NASA auf. Da das nicht so einfach ist, dort Zugang zu bekommen, hat man mir irgendwann einen der Astronauten vorgestellt. Leland Melvin war das damals, mit dem ist Thomas Kellner inzwischen richtig dick befreundet. Und jetzt wurde er eingeladen zum Raketenstart auf Cape Canaveral. Wie nah er da wirklich dabei sein darf, das weiß Thomas Kellner noch nicht so genau. Fotografieren will er aber natürlich auf jeden Fall. Ich hoffe, dass ich so rechtzeitig aufbauen und anfangen kann, das Bild einzurichten, dass ich dann den entscheidenden Moment des Startes, also wenn man dann die Rauchwolken sieht, in den unteren Teil meines konstruierten Bildes bekomme. Wenn Sie schon mal ein Bild von Thomas Kellner gesehen haben, dann wissen Sie, das sind immer richtige Kunstwerke. Die setzen sich aus ganz vielen kleinen Einzelbildern zusammen. Jetzt vielleicht dann auch mit einem vom Space Shuttle Start. Der ist für heute Abend, 20.28 Uhr unserer Zeit geplant. Und wie es war, das hören Sie dann auch morgen früh hier bei Radio Siegen in Hallo Wach zwischen 6 und 9. Dann telefonieren wir nochmal mit Thomas Kellner auf Cape Canaveral. Diese Sendung hier heißt Drive Time. Ich bin Tanja Häbler und wünsche Ihnen einen schönen Montagnachmittag. Viertel vor 7 in Siegen-Wittgenstein. Einen schönen guten Morgen. Ein Aufschrei geht durch die Massen, wenn es nur noch 10 Sekunden bis zum Start sind. Man hört die amerikanische Nationalhymne. Dann gibt es einen riesenlauten Knall und die Rakete hebt ab. Sie haben es bei Radio Siegen gehört. Thomas Kellner aus Siegen ist momentan in Florida. Hat sich seine Kamera eingepackt und ist damit ab zum Cape Canaveral. Er hat gestern dabei zugeguckt, wie die Atlantis zur ISS ins Weltall fliegt. Wir haben gestern schon mit ihm telefoniert. Da wusste er noch nicht, wie nah er überhaupt ran darf an die Rakete. Und wir haben heute Morgen wieder mit ihm telefoniert. Herr Kellner, waren es jetzt 10 Meter oder eher 10 Kilometer Abstand? Letzte Nacht bei der Besichtigung sind wir auf 500 Meter rangekommen. Das heißt, gestern war VIP-Tour für geladene Gäste und wir sind dann an das stehende Shuttle, an der Rampe, voll beleuchtet mit Xenon, 500 Meter rangekommen. Heute beim Start, was fantastisches Wetter war, wie auf Bestellung, plötzlich war der Himmel frei. 3 Meilen, 4, 5 Kilometer. Beschreiben Sie mal, was Sie so gefühlt haben, als die Rakete gestartet ist. War das extrem laut? Hat der Boden gebebt? Es ist kaum beschreibbar, weil es ist ein unglaubliches Gefühl. Der Countdown läuft, es stehen überall Fernseher. Der Countdown läuft auch durch die Lautsprecher. Man wird vorgewarnt, dass im Grunde ab Sekunde 7 Wasser auf die Plattform gespritzt wird. Das gibt eine riesen Wolke, die man als erstes sieht, bevor das Shuttle dann abhebt. Und dann geht ein lautes Getöse los. Das Shuttle hebt langsam ab. Dann kommt ein irrsinniger Knall. Den spürt man physisch am ganzen Körper. Und dann kommt ein Vibrieren, ein Brummen der Triebwerke der Rakete. Die Rakete selber ist ein heller Strahl, weiß-orange, zum Teil leuchten die Rauchwolken drumherum und dann verschwindet diese Rakete Richtung Himmel. Es ist ein Erlebnis, das unbezahlbar ist. Dankeschön nach Florida, tolle Geschichte. Thomas Kellner aus Siegen durfte gestern der Atlantis zugucken, wie sie ins Weltall geflogen ist. Fotos hat er auch geschossen, er ist ja Fotokünstler und er hat uns gesagt, nächstes Jahr vermutlich stellt er die Bilder aus, da können wir alle mal gucken. Hier ist Radio Siegen am Dienstagmorgen, gleich 10 vor 7.